habe noch so viele Nebenmissionen offen. Die sind alle recht gut. Also diese normalen Nebenmissionen, die taugen alle was. Und Aufträge sind halt Aufträge, ne? Und NCPD sind alles so kleine Kopfgeldjagden oder Cyberpsychos erledigen. Klar. Also meistens und Elite. So Elite-Fights. Die können sie auch immer sehen lassen. Gibt's eigentlich nur ihn und sie? Oder gibt's irgendwo auch noch andere Puppen zum Besuchen? Hey, hast du heute Nacht ein bisschen Gesellschaft? Klar, hab grad nichts vor. Komm mit, Baby. Da hatte ich mal ganz kurz eine PS4-Optik auf dem Gesicht. Die ist schon auch eine hübsche, Digga. Dass die sich das trauen, in das Game einzubauen, ich finde das so Hammer. Diesmal gab es keinen Blowjob. Wir spielen immer ganz bisschen andere Clips ab. Ich hab was, das macht dein Teil härter als deine Kindheit. Einfach beste Cold war Grinden und Stream schauen Grinden. Kleiner als 3. Danke dir für die Donation, Elysium Chat. Gönnt mal Sabo, Ehrenbruder Sabo, eine Rolex und Netflix Lick. Abend war ein Quick Save. Auf Ehre. Hey, du da! Stehst du auf Braindances? Zieh dir mal das hier rein, ja? Hab den härtesten, geilsten Scheiß aller Zeiten. Die Mission, Chat, die ist ein Prank. Wenn ihr das annehmt, dann rauben die euch aus. Was ich komisch finde, ich glaube, das ist bei mir auch ein kleiner Bug. Ich glaube, das ist nämlich mir schon passiert auf dem Spielstand und trotzdem spawnt er da wieder und will mir das wieder andrehen. Sweet Dreams, sprich mit Stefan. Nope. Er hat mir Drogen verkauft. Mir hat er einen Braindance verkauft und meinte, ja, mit meiner Cyberware kann ich das nicht schauen. Ich soll sein Gerät benutzen und ja, dann wurde ich ausgenockt und die haben mich ausgezogen bis auf die Unterhose. Und ich bin dann in einem feindlichen Lager aufgewacht, wo, keine Ahnung, 10 Gegner waren und ich war komplett nackt und hatte nur meine Cyberware zum Fighten. Sein Gerät. Also, ich bin da. Nordwinnie, danke noch für 8 Monate, mein Lieber. Und Ententoro, danke für den frischen Prime-Sub. Willkommen, viel Spaß mit den Emotes. Ja, ausgezogen bis auf die Unterhose hat er mich. Nein, ich hatte nicht mal meine Unterhose an. Die Schweine haben mich komplett ausgeraubt. Ziemlich mies. Ob ich Syndicate empfehlen kann? Ja, Mojo. Sehr geiles Assassin's Creed, hat ultra Laune gemacht. Nette Karre. Neu? Nein. Nicht in Smalltalk-Laune, was? Nicht so richtig, sorry. Warum Sidechain? Warum bist du raus? Was ist passiert? Ich brauchte jemanden zum Reden. Mhm. Hier, sieh dir das an. Die Mission habe ich ja das eine Mal abgebrochen. Weil ich irgendwie... Kann ich das skippen? Och nö. Mehr tote Politiker? Siehst dir an. Nein, aber Valhalla ist ein eigenständiges Spiel. So wie alle letzten Assassin's Creed. So
Sowohl auch Origins als auch Odyssey, Valhalla. Alles eigenständige Open World Assassin's Creed Spiele. Eigentlich sind ja auch Assassin's Creed Syndicate und Unity Open World Assassin's Creeds, oder? Eigentlich auch schon Assassin's Creed 2 und Brotherhood, ne? Rein theoretisch, die haben auch eine Open World. Da kann man auch so viel in der freien Welt rumlatschen und so, ne? Aber halt anders, ne? Valhalla von 1 bis 10. Ach, ich habe halt den Ende der Story noch nicht erlebt, ne? Deshalb will ich da eigentlich keine Note geben, aber es hat schon sehr Bock gemacht. Man will immer weiterspielen. Auch wenn ich jetzt an einem Punkt war beim Game, wo langsam so... Ja, wo man langsam zum Ende kommen könnte, sag ich jetzt mal. Peter Pan, ein alter Fall. Und es gibt halt gefühlt zu viel zu tun. Nie von gehört, ist nicht bei mir gelandet. Wo ist das Problem? Sie haben ihn doch. Mein Neffe, Randy, ist vor einer Weile verschwunden. Und was du gerade gesehen hast, das Kind hatte Randys Schuhe an. Oh, shit. Kannst du kurz sagen, was die Story von dem Game ist? Du kommst halt in eine Zukunftswelt, ne? Du bist quasi, kannst du dir vorstellen, Gangster und willst dir mit deinem besten Freund, Jackie, einen Namen machen in der Gangsterwelt. Randys verschwinden. Und machst ein paar Aufträge. Oder noch mehr? Und bei einem Auftrag klaust du ein ich weiß nicht. Ein Programm, was auf einem Stick ist, was sehr hoch, sehr, sehr viel wert ist. Der Auftrag geht schief. Und du setzt dir diesen Chip in den Kopf ein, um ihn quasi zu transportieren oder zu verstecken. Und auf diesem Chip ist ein 50 Jahre altes Dasein, ein Wesen, quasi die Seele von einem ehemaligen Cyberterroristen, Johnny Silverhand, aka Keanu Reeves. Und ja, der ist dann in deinem Kopf und fickt deinen Kopf nach und nach. Der überschreibt quasi deine Seele, deinen Verstand nach und nach. Und du willst dann eine Lösung finden dafür. Und tust immer mehr erfahren über Johnny Silverhand, dass er halt nicht nur ein Terrorist war, sondern auch seine Beweggründe hatte. Schweißt mit ihm immer näher zusammen und tust immer mehr aufklären von einem der größten Konzerne der Welt, den ihre Machenschaften und so. Hat man dir den Fall nicht übertragen, weil es dir zu nahe gehen könnte? Halten mich mit sowas wie einer einstweiligen Verfügung davon fern. Gonagall hat den Fall übernommen. Sehr, sehr, sehr geile Story hat das Spiel. Ist ja ein Scheiß aufgedeckt. Ich würde das nie akzeptieren. Ich auch nicht. Genau deshalb frage ich dich um Hilfe. Okay, was müssen wir tun? Im Wachkoma kann der Typ uns nichts sagen. Aber wir können seine Träume sehen. Wie jetzt? Träume? Hast richtig gehört. Ich erkläre dir alles unterwegs. Ob ich Assassin's Creed oder Cyberpunk eher empfehlen kann, Bruder, sind beides Top-Spiele. Sie nehmen Träume auf, die sich dann als BDs abspielen lassen. Hast du Zugriff auf diese Träume? Ich würde sagen, entscheid einfach, was dir vom Stil her mehr gefällt. Gefällt dir Wikingerzeit besser, dann nimm Valhalla. Gefällt dir abgespaceter Cyberscheiß mehr, dann ab in Cyberpunk. Warum entfernt er den Chip nicht einfach wieder, weil er dann sterben würde? Darauf ist er natürlich im Game auch selber gekommen. Doorwolf, danke noch für 4 Monate. Und Visawi, danke auch für 3 Monate. Danke, dass ihr Supporter bleibt, ihr Lieben. Grüße gehen raus. Ganz. Wir gehen zusammen rein, aber nicht durch den Haupteingang. Kein Durchsuchungsbefehl? Wir suchen den anderen Weg rein und hauen schnell wieder ab. War selbst noch nie hier. Du musst mir also helfen. Würde ich empfehlen, wenn ihr euch zwischen den beiden Games entscheiden wollt, dann
Schaut einfach zwei gute Reviews von Valhalla und Cyberpunk an. Gerade alle bei einer Inspektion. Kannst ruhig laut sein. Wie sollen wir diesen Braindance finden? Wir suchen einen Raum, wo sie Träume autistischer Kinder editieren. Oh, und denk dran, Peter Pans echter Name ist Anthony Harris. Hier werden definitiv keine BDs aufbewahrt. Abgeschlossen. Geht nicht auf. Aktuell, Chat, würde ich euch auch von einem Kauf auf PlayStation 4 von dem Spiel abraten. Oder schaut gründliche Reviews davor, ob euch die Performance-Probleme und das grafische Downgrade und die Abstürze nichts ausmachen. Ne? Wenn ihr euch dann trotzdem zu einem Kauf entscheidet, Splitter, aber leer. Such weiter. Dann seid ihr halt davor, dann seid ihr vorgewarnt gewesen, ne? Wahrscheinlich ist es besser, auf die PS5-Version bzw. Xbox Series X-Version zu warten. Finde ich auch schade, also finde ich wirklich schade, Chat, für CG Projekt Red, dass das Game halt so, ja, mäßig zufriedenstellend war auf den alten Konsolen. Und das jetzt so ein bisschen für einen kleinen Shitstorm leider sorgt, weil das Entwicklerstudio ist schon eigentlich Liebe. Die haben es haben sie es verdient? Keine Ahnung. Ich sehe über einiges hinweg, einfach wegen Witcher 3, weil die mir viel Liebe bei dem Game geschenkt haben. Nein. Und ich von der Performance her sehr zufrieden bin auf der PS5, ne? Aber trotzdem, für einen Vollpreistitel und 8 Jahre Entwicklungszeit muss man halt schon auch auf den alten Konsolengenerationen besser abliefern. Ich glaube, das Beste wäre gewesen, wenn die das Game einfach ein Jahr später erst rausgebracht haben und dann direkt nur für den PC, PS5 und Xbox Series X. Ich glaube, das wäre das Beste gewesen. Und gar nicht mehr für die alte Konsolengeneration. So, Chat, helft mir mal. Die Mission habe ich schon mal abgebrochen, weil ich einfach nicht gefunden habe, was das Spiel von mir will. Auf welchen Titel bist du als nächstes heiß? God of War. God of War, Digga. God of War 2021 wird wahrscheinlich auch wieder alles vernichten. Das wird wahrscheinlich mit Horizon, mit dem zweiten Horizon, erstmal PS5-technisch von der Grafik her den Ton angeben. Ah, hier im Kinderzimmer. Ah, okay, das habe ich das eine Mal gar nicht gesehen. Hey, River! Ich habe hier gefunden. Was. Sehr gut. Was gefunden? Noch nicht. Anthony Harris. Hier, die Schubladen. Bill Graham? Nein, Anthony Harris. Da will wohl jemand Kopf werden, wenn er groß ist. Aufnahme bereit. Sag mal, warum hast du nicht einfach einen Hausmeister bestochen? Darf nicht riskieren, an einem fremden Fall erwischt zu werden. Ja, wenn.
machst du hier? Du wurdest doch entlassen. Nein, nur suspendiert. Was meinte sie damit? Wusstest du es nicht? Yavin, bitte hör mir zu. Hast du nicht schon genug Ärger? Harris hat meinen Neffen entführt. Das tut mir leid, wirklich. Aber wir lagern hier Beweise und befolgen Protokolle. Protokolle? Hier geht's um das Leben seines Neffen. Um das Leben eines Kindes. Die Ermittlungen zu dem Fall laufen noch. Geh, bitte. Raus, sofort! Nicht ohne Peter Pans Träume. Peter Pan. Sag es zum letzten Mal. Raus! Verdammt, Yavin. Für wen zum Teufel hältst du dich? Weißt du noch, dein erstes Medizinexamen? Schwer zu vergessen. Hast mit Bravour bestanden. Urplötzlich ging die Frauentoilette in Flammen auf. Das Gebäude musste 2 Stunden evakuiert werden. Ich fass es nicht, dass du mir das jetzt vorhältst. Ich will euch hier nicht mehr sehen. Vor allem dich nicht. Du kennst Reaver kaum, oder? Er ist ein dreckiger Bastard. River und ich sind Freunde. Mich hat er noch nicht enttäuscht. Wir waren auch Freunde. Weigerst du dich deshalb, ihm zu helfen? Harris Traumbidi, wo ist er? Er träumt nicht. Wieso das denn? Zockermirk, die Ezio Auditore-Kollektion ist eine absolute Kaufempfehlung. Eine Kugel hat sein Gehirn verletzt. Die Spiele sind Liebe, Bruder, gönn dir ruhig. Sehr geil. Einfach, die ganzen Ezio-Spiele sind der Wahnsinn. So fucking gute Spiele. Ich würde gerne visuelle Stimulation anwenden. Aber er ist kein Autist. Mit vertrauten Klängen und Bildern erreicht man doch die Kinder. Ist ein Versuch wert. Ich bin mir der Parallelen von Hypothalamus-Stimulation und Hormonproduktion bewusst. Aber Harris ist kein Kind. Ich habe das Verfahren nie an einem Erwachsenen getestet. Und warum nicht? Weil ich, im Gegensatz zu River, Neurowissenschaft studiert habe. Und nicht nur bei meinem Sitznachbarn in der Metro etwas mitgelesen habe. Versuchen wir es. Wir wissen gar nicht, was er bevorzugt. Ich finde schon was. Weißt du, was du willst ein? Geht einfach. Ich mache euch die Vordertür auf. Legen wir los, wie? Ich weiß, wo wir anfangen müssen. Ganz nebenbei, was weißt du über Biochips? Vor allem über Arasakas Relic. Nun ja, ein Relic speichert das neurale Engramm eines Menschen. Man kopierte seine Erinnerungen und Persönlichkeit. Ja, das verstehe ich. Aber was passiert, wenn das gespeicherte Engramm das Engramm des Chipträgers überschreibt? Überschreibt? Das sollte eigentlich nicht möglich sein. Warum eigentlich. Warum fragst du? Ach, nur so. Ist nicht weiter wichtig. Danke. Wie weit ich bin? Also ich bin Main Story technisch fast fertig. Ich könnte es heute fertig machen, aber ich habe gerade auch einfach Bock auf geile Nebenmissionen. Die sind auch, sehr geil, Digga. Zum Beispiel jetzt hier die River Questline. Die kann sich auch schon wieder sehen lassen. Und ich hoffe, dass jetzt Judy uns nochmal demnächst anruft. Just, danke noch für den frischen Sub hier. Willkommen, viel Spaß mit den Emotes. Rief Carsten, was geht, Bruder? Valhalla oder Cyberpunk geiler? Also von der reinen Story auf jeden Fall Cyberpunk, ne? Aber Valhalla hat auch auf jeden Fall seinen Charme und ein geiles Kampfsystem. Aber Cyberpunk ist halt einfach nochmal eine Liga heftiger. Also besser. Ne? Allein von der Story ist andere Liga, Bruder. Du hast deine Marke verloren. Du hast mir nichts davon erzählt. Warum? Weiß nicht. Mach dich irgendwie zu einer Bleibirne, oder? Sieht wohl so aus. Ich rede einfach ungern über Sachen, die mir zu schaffen machen. Von mir aus? Sag mir aber wenigstens, wohin wir unterwegs sind. Zu
Joss, Randys Mutter. Sie denkt, er ist nur weggelaufen. Behalten wir die Entführung erstmal für uns. Erzähl mir von Randy. Wie ist er denn so? Geklaut, mit Drogen und haut von zu Hause ab. So ist er. Da spricht der stolze Cop-Onkel. Manche Leute reiten sich ständig in die Scheiße. Randy ist so einer. Wo ist Randys Dad? Ist vor ein paar Jahren erschossen worden. Bandenkrieg. Tolles Vorbild. Joss blieb allein mit drei Kindern zurück. Aber sie ist verdammt zäh. Sollten wir nicht lieber versuchen, Harris' Wohnung zu finden? Ein Haus. Und ich glaube kaum, dass er seine Opfer im Keller festhält. Wir versuchen's natürlich. Vielleicht finden wir bei Randy irgendeine Spur zu Harris. Dürftige Spur. Wo hast du den legendären Mod für die Augen her? 50% mehr auf Headshots kleiner als 3. Imagine, er nennt sich Pan Am's Ass. Hast du keine Angst, dass... Bei Ehrenbruder Victor, aber du brauchst Street Level 50, Digga. Wir waren mal Freunde. Und danke dir für die Donation. Feier den Namen. Ich weiß auch was über sie, was ihr lieber geheim halten würde. Das ist gerade Nebenquest-Chat, also ihr werdet nicht gespoilert, was die Hauptstory angeht. Könnt ihr beruhigt zuschauen. Meinst du, Yavin hilft uns? In Anbetracht der Lage? Ja, unsere Reibereien enden immer auf die gleiche Art. Ich erzähl's dir mal bei einem Bier. Also ich finde die Ego-Perspektive bei Cyberpunk absolut okay, Digga. Na? Ich glaube, dritte Person würde bei dem Spiel gar nicht funktionieren richtig. Bin dabei. Lass uns erst Randy und eine anständige Bar finden. Kann's kaum erwarten. X der Schwitzer, danke noch für deinen Resub und Rusaki. Freue mich, dass du mal wieder reinschaust, du Lümmel, und danke für dein Subgift. Auf dein Kollege freut sich. Okay, wir sind da. War lange nicht hier. Ich kam mal jedes Wochenende her. In etlichen Jahren. Und? Hat sich was verändert? Solche Orte verändern sich nie. Lackers, ich hatte sowieso nicht wirklich Probleme auf der PS5, ne? Aber ich weiß von den Profilen. Ach, Digga, heute ist der Sprachautismus von anderen Stern wieder. Ich weiß von den Fehlern auf den anderen alten Konsolengenerationen, ne? Aber ich bin Gott sei Dank absolut zufrieden mit der Performance vom Spiel. Ich habe ab und zu mal einen Game-Absturz, ne? Heute schon 2, aber ja, es ist kein Weltuntergang. Apropos, direkt mal einen Quick-Point hier machen. Ein Quick-Save. Nachbarschaft. Johnny! Ich lieb den Tipp. Wird auch Zeit für John Wick 4. Da ist er wieder weg. Keine Kippe am Start diesmal. Aquarium. Monte mag den Trick. Warum spielt Monte eigentlich Cyberpunk nicht weiter? Entweder du willst was oder weißt, hat das nicht so gefeiert, Chat? Sonst hättest du deinen Arsch nicht hierher geschleppt. Joss, das ist weh. Monte muss mal in einem Storygame richtig eine Chance geben und das auch mal 3, 4, 5 Stunden am Stück spielen. Randy wurde entführt. Und du wusstest das? Joss, ich... Hast die Wahrheit wieder verheimlicht. Wie immer. Die Polizei hat den Täter geschnappt, aber er wurde angeschossen und liegt im Koma. Und wo ist Randy? Wir suchen ihn, Joss. Hier. Streiten bringt niemandem etwas. Er ist mein Kind. Sag mir nicht, wie ich mich zu verhalten habe. Joss. Er ist nicht der Storygame-Spieler. Das mag sein, aber ich glaube, wenn er wirklich sich drauf einlassen würde, einfach mal tryen würde, Digga. Einfach mal 2 Streams am Stück. Einfach mal Cyberpunk oder Valhalla oder God of War oder irgendein anderes krasses Storygame. Last of Us 2. Einfach mal in dem Storygame versinken. Ich glaube, das könnte ihm auch gefallen. Bin ich mir ziemlich sicher. Hör mal, wir müssen Randys Sachen durchsuchen. Warum? Einfach entspannt. Um eine Spur zu finden. Story-Stream. Auf dem gemütlichen. Macht nur nichts kaputt. Randy kann's nicht leiden, wenn jemand sein Zeug anfasst.
Gehen wir, wie? Die Kinder spielen draußen. Hol sie rein, es gibt Essen. Bleib stark, Joss. Weiblich enge Verwandte von River. Zeigt Anzeichen von Schlaflosigkeit. Ja, moin, Digga. Was das Programm alles weiß. Der Wohnwagen. Achte auf jedes Detail, okay? Uncle River! War das Lara Lofts Stimme? Habe ich nicht drauf geachtet, Diggi. Ja, hier. Ist das dein Partner? Ein Freund. Schläfst du hier? Mal sehen. Eure Mutter wartet mit dem Essen auf euch. Tschüss. Im Wohnwagen ist Randy eingezogen, nachdem ich einen neuen gekauft habe. Drecksloch. Erinnert mich an meine erste Bude. Seh dich um. Ich durchsuch den Müll. Painted Overlord. Seine Lieblingsband. Kennst ihn gut. Hab ihm zum Geburtstag immer ein Album geschickt. Ach, krass. Da sind noch die Kerben, wo wir markiert haben, wie groß die Kinder waren. Drogen? Fang gar nicht erst an. Sicher der Leistungsdruck. Hat seine einfach Drogen im Schrank gelassen. Verschlossen. Eine Ahnung, wo der Schlüssel ist? Nein. Die Tech ist teuer. Konnte Randy sich das leisten? Hast du Witze? Also ein Online-Modus in Cyberpunk wird kommen und das soll wohl in Richtung GTA Online gehen, ne? Also mit sehr viel Entscheidungsfreiheit und. Aber wann genau der kommt, Chat, kann ich euch nicht sagen. Da weiß ich nicht mehr wie ihr. Wir müssen da rein. Aber wir brauchen das Passwort. Kannst du es knacken? Lass es mich versuchen. Leichtester Hack meines Lebens. Hilf mir beim Durchsuchen, okay? Einfach wieder alle Nachrichten anklicken. In so einem Wagen haben sie Harris geschnappt. Blockierte Straße. Scheiße, an den Tag erinnere ich mich. Er lebt in der Nähe einer alten Schule. Echt einfühlsamer Engel, dieser Typ, was? Er hat Randys Identität rausgefunden und ihm irgendein Spiel geschenkt. Der Typ hat Randy angelockt. River.
Siehst du, was ich sehe? Nein. Unmöglich. Warum sollte er sowas tun? Predator, mach mir auch einen. Randy hat sich nicht nur auf das Treffen eingelassen. Hau mir ein Spiegelei auf dem Brot, Digga. Er hat sich Digga. So sehr darauf gefreut wie ein Kind zu Weihnachten. Was zur... Dieses Monster hat Randy ganz durcheinander gebracht. Außer Natalie hat er wahrscheinlich niemandem vertraut. Kommt man über den Link auf die Seite? Leckermäulchen. Irgendwas ist richtig krank an diesem Cartoon. Echt gruselig. Irgendein Link. Der aus Randys Notizen. Finden wir es raus. Surft man ja einfach in Cyberpunk rum. Eine versteckte Seite, erstellt von Anthony Harris. Scheiße. Das ist doch krank. Scheiße, River. Das ist abgefuckt. Dieser Typ hat's auf unglückliche Teenager abgesehen. Jungs wie Randy. Ist alles meine Schuld. Hätte ich mehr Zeit mit ihm verbracht. Mehr mit ihm geredet. Komm schon. Du brauchst dich. Oh, so erschrocken wie in den Fünfer. Bestell dir einen Döner auf meiner Elotrix-Call. Danke für den Fünfer, Predator. Aber tatsächlich, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal probiert habt, Chat, aber Döner bestellen... Ich habe mir mal Döner-Teller bestellt mit Pommes. Das war das erste Mal ganz okay. Dachte ich, nice, kann man essen. Dann habe ich es nochmal bestellt und dann war es so igidigit. Habe ich es nie wieder bestellt, Digga. Also Döner-Teller oder auch Döner bestellen geht gar nicht fit. Kriegen die irgendwie nicht lecker hin. Irgendwas muss ich da noch finden. Da war mal eine Datei. Wurde wohl gelöscht, aber der Name steht da noch. Der Name? Ist die Videodatei auf Randys Computer nicht so ähnlich? Hey, guck mal. Der Name von diesem Cartoon passt zu der fehlenden Datei auf Harris Seite. Genau sowas mussten wir für Yavin finden. Das ist es wie. Randy muss ihn runtergeladen haben. Sicher. Aber vor allem könnte das der Schlüssel zu Harris' Gedanken sein. Hoffentlich. Hey, kannst du hier mit deinem Netrunner-Hokuspokus irgendwas rauszaubern? Boah, wie soll ich denn da die IP-Adresse herausfinden? Spider-Man werden wir auch noch zocken, ja. IP-Adresse, kann ich hier irgendwas anklicken noch? Ah, Swifty, grüß dich. Bro, also diese Mission, ich bin gerade so überfordert. Wie soll ich jetzt die IP-Adresse herausfinden? Ach so, ah. Könnte versuchen, Anthony's IP zu kriegen. Ja, moin, da muss man erstmal drauf kommen, dass man erst rausgehen muss. Ah, wieder der leichteste Hack meines Lebens. Aber mehr kann ich leider nicht machen. Perfekt. Dieser Cartoon, River.
Vielleicht suchen wir genau danach. Wir brauchen doch... Panem-Storyline haben wir durch, Bruder, ja. Schick ihn Yarwin. Okay, mache ich sofort. Lol, da unten ist was zum Hacken. Sie sagt, sie meldet sich spätestens Intelligenz 6. Und, dass ich ein Hurensohn bin. Und... Eldritch gehört zu Anonymous. Komm. Im Spiel bin ich sehr gut beim Hacken, Bruder, aber ja. Im Real Life? Digga, im Real Life könnte ich dir nicht mal das Programm Paint neu installieren oder so. Digga, Retalk, ich bin so lost, ich kann nicht mal meinen PC alleine neu aufsetzen. Weil ich das mit den Festplatten formatieren nicht kapiere. Wie man quasi seine Main-SSD, wenn die 800 GB hat, dass man die splittet. Einmal in eine mit 250 GB und die andere in 550 GB. Bruder, das kann ich einfach nicht. Brauche ich immer. Mach dir mal einen Kumpel für mich, Digga. Absolut lost. Hab's schon fünfmal angeschaut, Digga. Kann's immer noch nicht. Joss, wir sind fertig. Aufgegessen. Dann ab ins Bett. Hier, wir haben dir was übrig gelassen. Danke, Monique. Freshe Frisur hat der Kleine. Kann mich setzen? Habt ihr was gefunden? Randy kannte seinen Entführer. Sie hatten Kontakt. Aber das passt gar nicht zu ihm. Du kennst den doch. Das ist nicht Lara Loft, oder? Vertrauen sich auf den Falschen an. Wann hast du das letzte Mal gegessen? Gestern. Iss ruhig. Ich habe keinen Hunger. Danke. Vielleicht später. Also der Burger sieht auch wild aus, oder? Und jetzt mal Klartext. Keine Lügen. Und guck nicht zu meinem Bruder. Findet ihr meinen Sohn? River weiß, was er tut. Randy ist so gut wie zu Hause. Ich werde nicht aufgeben, Joss. Safe ist er tot. Joss, können wir heute in Randys Wohnwagen übernachten? Ja, sicher. Du bleibst doch, oder? Du musst mir helfen, das durchzustehen. Natürlich bleibe ich. Gut. Findest du allein hin? Ja, ich gehe dann auch gleich pennen. Chat, ihr seid so aktiv im Chat am Schreiben. Bleib stark, Joss. Sicher nicht leicht alleine mit drei Kindern. Naja, mit meinem Mann war es auch nicht leichter. Die besten Tage waren, wenn er nicht nach Hause kam. Ich habe mir oft gewünscht, dass er für einen Monat abhauen und uns in Ruhe lassen würde. Wie ist er gestorben? Die alte Kaldos meinten, dass es ein ehrenvoller Tod war. Wir haben so geile Arme, Chat. Was Hölle das auch heißen mag. Die Mentes klingen. Wir haben ein geiles Design. Sie zeigten mir seine Leiche, wo mal sein Gesicht war. Ich konnte keine Ehre darin erkennen. Musste erleichtert gewesen sein, als er weg war. Wochenlang habe ich jede Nacht geheult. Mein Mann wurde ermordet. Der Vater meiner Kinder. Das tut mir leid. Randy hat sich verändert, zog sich immer mehr zurück. Und ich hatte schließlich noch zwei weitere Kinder. Das Leben war mit und ohne ihn schwer. Manchmal gibt es keine Lösung. So schlimm, ja? Sein Bike und der Highway waren seine Welt. Aber zu Hause ist mal Folgendes passiert. Da hat er Dorian auf einen Vater-Sohn-Trip in die Stadt mitgenommen. Hatte was zu erledigen. Nachts kam er dann stockbesoffen zurück und ist ausgerastet, weil ich die Cops gerufen hatte. Und? River hat ihn in einer dreckigen Bar aufgegabelt und Dorian heimgebracht. Wechseln wir das Thema. Good night. Wie? Wach auf!
bin noch müde. Yavin hat angerufen. Der Cartoon hat gewirkt. Er träumt. Hast du den BD? Hey, Yannick! Steck rein und verbinde dich mit dem Computer. Chat, gönn mal eine Bombe und Electric Slick für Yannick für die 5 Verschenkten. Vielen Dank dir, mein Lieber. Sehr großzügig. Fünf. Danke, danke, danke. 5 Verschenkte. Also meinen Sie, hat mich verschenken müssen. Wow. Vielen Dank, Yannick. Piero, danke für die Donation. Gönn dir Pizzabrötchen. Boah, wisst ihr, auf was ich jetzt Bock hätte? Kein Happy Banana mehr. Elotri-Stiche. Bruder, ich hab so viele Happy Bananas schon getrunken. Ich muss auch ein bisschen die anderen Geschmäcker trinken, sonst sind die wieder leer. Das ist nicht normal, Anthony. Du hast Liams Schildkröte getötet. Der Kleine war krank. Er hat nicht gefressen. Ist im Panzer geblieben. Ich wollte ihm helfen. Indem du neben mir... Ich wollte ihm helfen. Indem du ihm Somatropin spritzt? Was hast du dir dabei gedacht? Hast du das von deinem Vater gelernt? Gute Menschen haben dich aufgenommen, vertrauen dir und so bedankst du dich? Dein Freund ist tot, ich weiß. Aber das ist keine Entschuldigung. Fick dich. Was hast du gesagt? Okay, mir reicht's jetzt. Der Schulleiter wird davon hören. Und deine Pflegeeltern. Fünf? Mein Vater, so der Sohn. Sabo, vielen Dank für die 5 Verschenken, mein Lieber. Chatmate, gönn dir nochmal eine Bombe und ein Elotrix. Danke dir, mein Lieber, für die 5 Verschenken. Sehr großzügig. Danke dir, Sabo. Der Amoklauf sagt mir was. Den haben wir an der Polizeiakademie behandelt. Ich guck mal, an welcher Schule das war. Laguna Bend. Die ganze Stadt wurde in den 50ern überflutet. Immerhin wissen wir, aus welcher Gegend er stammt. Soweit, so gut. 5! Also meines Erachtens ist das weggeschmissen. Also meines Erachtens ist das gut angelegtes Geld. Vielen Dank, DX Shisha Freak, auch für deine 5 Verschenkungs-Subs. Sehr korrekt, mein Lieber. Chat, dir nochmal eine Bombe und einen Electrics Lick hinterher schallern. Und für die ganzen Subbombs gibt's von mir auch noch ein dickes goldenes Herz. Oh Bruder, wo bin ich jetzt hin? Hä, bin ich durch den Boden geglitscht? Für dich und ein paar Bomben droppen. Shit! Lass ein paar Bomben regnen für ihren Bruder Janik, für die 5 Verschenkten und jetzt auch noch für die 10er Subbomb. Vielen Dank dir, mein Lieber. Und irgendwie, wenn ich aus dem... Ich wollte nur helfen. Wenn ich in den freien Modus gehe, glitsche ich irgendwie rum. Voll komisch, Alter. Ende der Aufnahme. So, jetzt bin ich wenigstens hier wieder free. Vielen Dank dir, Yannick. 10 verschenkte Subs. Extrem großzügig. Danke, danke, danke. Ey, also jetzt hört es aber wieder nicht auf mit den Subbombs. Jetzt 5. Steigern sich hier die Lümmels wieder rein. Also meinen Sie, dass ich das weggeschmissen habe? Hier gibt es noch irgendwas zu scannen. An dem Jungen oder so? Vielen Dank dir, offiziell Obi, auch für deine 5 verschenkte Subs. Da schalle ich direkt nochmal eine Bombe hinterher, Chat. Seid so gut und bedankt euch, wenn ihr einen Sub ergaunert habt. Vielen Dank dir, Obi. Sehr korrekt, Mann. Dankeschön. Was gibt's hier zu scannen? Die anderen Kinder? Ihr seht ja oben in der Timeline. Das stimmt nicht mit ist dir, Anthony. Alles voll mit. Dir ist schon klar, dass ich das melde. Wie viel er schallert. Digga, was ist denn das für ein geiler Name für eine Subbomb? Bester Name für eine Subbomb, Alter. Holy shit. Vielen Dank dir für die 10er Subbomb. Wie viel er schallert.
Also meines Erachtens ist das weggeschmissen. Noch mal eine 5er Sub-Bomb. Nicht über meinen zu reden. Ja, du kleiner Scheißer, ich weiß alles. Als seine Farm pleite ging, hat er sich erschossen. Halt die Schnauze! Red nicht über meinen Vater, du Wichser! Du darfst nicht ins Fahrgut. Was gibst du? Hank Stee, danke auch für deine Verschenkungs-Subs. Ach, ich bin schon fertig? Roder. So lost. Ey, was soll denn das hier, Chat? Hört auf, jetzt die Subs zu verschenken. Bruder, warum regnet es jetzt schon wieder so Subs? Ihr steigert euch immer so hoch, ihr Löwe. Yannick auch nochmal mit einer 5er Sub-Bomb. Wo bist du denn? Also, mein Serapis ist das weggeschmissen. Ich komme! Ja, Max. Danke, Yannick, auch nochmal für deine 5 verschenken. Ihr seht alles noch jünger aus. Ja, Svenster, da lässt du dich nicht lumpen, hä? 5. 5? Also meines Erachtens ist das weggeschmissen. Boah, das war sogar ein richtig guter. Danke für die 5 Verschenken auch von dir, Svenster. Vielen Dank dir, mein Lieber. Okay, was gibt's hier zum Scannen? Manchmal bin ich ein bisschen verwirrt in den Brain Dances. Ich komme! Chance zu identifizieren. Also meines Erachtens ist das weggeschmissen. Ey, Obi, danke auch nochmal von dir für 5 Verschenkte. Bioscanner für Rinder. Vielen Dank dir, du Lümmel. Mach die Vitalwerte. Alex, danke auch noch für die Bits, Mann. Wo bleibt der Hype Train eigentlich, wenn man ihn mal braucht? Vielen Dank für die ganzen Verschenkten, Jungs. Also, ich bin hier ganz am Anfang und hier gibt's. Ab jetzt gibt's was zum Scannen. Ne? Oben in der Timeline. Aber wo? Wo denn, Bruder? Ach, die Kuh. Sieh mal. Die Kuh ist krank. Die Kuh. Wie die anderen. Ich komme! Ach so! Kollege spielt das Game nicht mehr, weil er mit den Braindance nicht klarkommt. Ja, sind manchmal ein bisschen verwirrend, aber es ist eigentlich... Also, ich hab dich was gefragt! Oh, ziemlich gut. Weiß nicht! Cholin- und Methioninwerte. Fällt dir was auf? Zu niedrig? Du solltest sie doch vor der Schule prüfen! Wie willst du dich diesmal rausreden? Was ist das für eine Shit-Musik, Mann? Die Kuh wird deinetwegen sterben. Du bringst sie um wie deine Mama. Tut mir leid. Was ist denn das für ein Arschloch? Fahr einfach ihre Hormone hoch. Und mach den verdammten Cartoon aus! So, das ist der Cartoon. Injektoren für Hormone und Antibiotika. Die Leute haben Fleisch voll mit dem Scheiß gegessen. Wie oft muss ich dir noch sagen, dass du ihn nicht anlassen sollst? Ständig muss ich diesen Scheiß... Nahrungszusätze, um Krankheiten vorzubeugen. Lieber ausschalten! Ja, Ludwig, irgendwie die Nebenmission fühle ich gerade auch nicht so krass, aber ich glaube, da kommt noch so ein Aha. Und ich denke, die anderen River-Missionen lassen sich dann wieder sehen. Die Musik geht übelst auf die Eier. Das ist unser Cartoon. Klein Tony war wohl ganz begeistert davon. Soweit, so gut. Ey, Sabo, danke für weitere 5 verschenkte Subs, Mann. Schon 25 hast du hier rausgehauen auf dem korrekten. Danke, mein Lieber, für weitere 5 verschenkte. Chat, schallert nochmal eine Bombe und Halo Tricks League raus. Für Saro. Vielen Dank dir. Kurs geht raus. 5!
Was krabbelt da ein Mensch? What the fuck? Das muss der Ort sein, wie. Die Erinnerung ist neu. Hier das sind ist Kabel. Ein Versteck. Ja, Chat, ich finde die Mission gerade auch nicht so krass spannend. Aber wir bleiben drinnen. Eine Uhr. Es ist 23 Uhr. Ist gerade ein bisschen, wie sagt man, träge. Der Japaner hat diese Farm in eine gottverdammte Festung verwandelt. Machst du Platin? Ich werde es versuchen, Diggi. Ich hoffe, ich habe keine Trophäen-Glitches. Werkstatt oder so gewesen sein. Oh, Scheiße. Der hält die entführten Jungen wie Rinder. Ach du Scheiße. Er hat einfach... Chat, der ist ein Psychopath. Er hat einfach Kinder entführt. Muss die Ebene wechseln. Wie geht es nochmal? R1. So, hier ist irgendwo ein... Ah, da oben. Hörst du, was ich höre? Ein Müllkahn. Das Signal zum Abladen. Da muss eine Müllkippe in der Nähe sein. Ja, das ist so krank, Chat. Die Maschine steuert ein Injektionssystem für... Aufputschmittel oder Hormone. Da, noch einer. Ich sehe Randy nirgendwo. Ganz schön viel zum Scannen. Der Feuerwehr. City South. Perfekt. Ah, wir sammeln immer mehr Hinweise. Das Terminal steuert die Stallungen. Muss noch eins für die Minen und Geschütztürme geben. Das sind Petrochem-Schilder auf dem Farmmodell. Hier ist noch irgendwas zum Scannen. Habe ich das Opfer gescannt? Hat das vorhin gezählt? Jetzt haben wir ihn. Hey, die beleuchteten Türme. Das ist Werbung für das Us Cracks Album damals. Die Farbe hat stündlich gewechselt. Das war's, denke ich. Jetzt haben wir ihn. Ich freue mich schon, dem Schwein ins Gesicht zu schießen, bin ich ehrlich zu euch. Shotgun! Danke dir noch für deinen frischen Prime-Sub. Und Birkenboot, danke auch für den frischen Prime. Willkommen, viel Spaß mit den Emotions. Harris lebt immer noch in der Nähe einer Schule, die jetzt überflutet ist. Von der Farm aus sieht man die Skyline und die Uscracks-Türme. Sie liegt vor der Stadt. Wir wissen auch, dass die Farm in der Nähe einer Müllhalde ist. Ach stimmt, die Polizei hat ihn ja schon angeschossen, ihr habt recht. Von außerhalb der Stadt, in einem Radius von ungefähr 20 Kilometern. Diese Türme, die für das Uscracks-Album... Jetzt wird's wieder spannend. Gut, dass wir drin geblieben sind. Die Farbe wechselt stündlich. Also wissen wir die Uhrzeit. 23 Uhr. Ja. Also liegt die Farm östlich der Stadt. Genauer gesagt südöstlich. Das Zertifikat der Feuerwehr war aus der südlichen Region. Das Farmmodell ist ein Petrochem-Design. Das schließt die anderen aus. Das trifft alles nur auf die Edgewood-Farm zu. Das muss sie sein. Also, dann haben wir sie. Hoffentlich stimmt das alles. Komm, wir müssen los. Drück dem Hunden miesen Header. Ich glaube, dazu werden... Oh ja, moin, sein Arm hat voll gelischt. Wer weiß, ob wir dafür überhaupt Gelegenheit kriegen, ne?
Game ist doch nicht ab 16, Digga. Das ist doch ab 18. Oder, Chat? Cyberpunk ist doch ab 18. Du kannst in dem Game verstümmeln. Man sieht Genitalien. Titten. Oder auf keinsten ist das ab 16, Mann. Verdammt. Lass es klappen. Es muss klappen. Wir haben in 2 Tagen mehr als das NCPD in Wochen erreicht. Das war nicht schwer. Aber du hast recht. Danke, W. Heute ist Cyberpunk auf Platin. Auf keinsten, Digga. Weißt du, wie viel ich noch zu tun habe in dem Spiel? Ach, wenn ich früher gewusst hätte, wie er sich gefühlt hat. Was ihn beschäftigt hat. Das ist nicht deine Schuld. Ich bin sein Onkel, W. Und ich war nicht für ihn da. Fuck. Titten und Blut sind ab 16, das mag sein, aber Sex-Szenen auf keinsten ab 16, Digga. Finde ich Cyberpunk oder Witcher 3 besser? Bruder, es ist eine unglaubliche, schwierige Frage. Ich würde sagen, beide Spiele sind eine 10 von 10 von der Story her in ihrer Zeitepoche, weißt du, wie ich meine? Mit ihrem eigenen Charme. Ihre eigene Welt so. Witcher hat auch so eine geile Welt, so dieses mittelalterliche mit Magie und abgefuckte, alles voll mit Monstern. Hammer. Einfach Hammer. Einen ganz eigenen Charme. Ja, moin, alles voll Minen. River, das ist die Farm. Wir sind richtig. Ich weiß. Lass uns zur Scheune. Schnell. So, jetzt 400 EQ, einfach ein Ping. Und schon sehe ich. Die Geschütztürme sind an. Schon sehe ich alle Minen. Alter, hier kann man übelst die Techie-Erfahrung boosten. Du gehst mal bitte aus. So. Ja, ich entschärfe die alle für die Techie-Erfahrung. Easy XP, Alter. Bam! Noch 2 Geschütztürme. An der Scheune. Die Vordertür ist zurück. Oh shit! Ach, ich bin der größte Hurensohn. Da war ich wieder zu gierig.